Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute ist Nikolaustag und am Nikolaustag schenkt man den Kindern etwas und allen Erwachsenen, die Kinder geblieben sind. Ich habe Ihnen heute Gedichte mitgebracht von Josef Guggenmos, die ich Ihnen auch ans Herz legen will. Ich möchte gleich mit einem beginnen, mit dem er auch dann berühmt geworden ist. Was denkt die Maus am Donnerstag? Dieses Gedicht passt wunderbar auf den heutigen Tag, obwohl heute Freitag ist. Was denkt die Maus am Donnerstag? Am Donnerstag, am Donnerstag. Dasselbe wie an jedem Tag, an jedem Tag, an jedem Tag. Was denkt die Maus an jedem Tag? Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und jeden Tag und jeden Tag. Oh, hätte ich ein Wurstebrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot. Oh, fände ich zu meinem Glück ein riesengroßes Schinkenstück. Das gebe Saft, das gebe Kraft. Da wär ich bald nicht mehr mäuschenklein, da würde ich bald groß wie ein Ochse sein. Doch wäre ich erst so groß wie ein Stier, dann würde ein tapferer Held aus mir. Das wäre herrlich. Das wäre recht. Und der Katze ginge es schlecht. Es war meine Mutter, die mich zur Literatur gebracht hat. Und zwar hat sie mir schon, als ich ein ganz kleines Kind war, jeden Tag vorgelesen. Und mein Lieblingsbuch stammte von Wilhelm Busch. Das war so groß und dunkelgrün, und schon nach kurzer Zeit ging es aus dem Leim und war total zerflettert, weil ich diese Verse, die darinnen geschrieben waren, über alles lebte und immer wieder darin blätterte. Ich konnte mir auch anhand der Zeichnungen sehr gut die Verse merken und ich liebte die Geschichten von der frommen Helene und vom heiligen Antonius von Padua und die Geschichte vom Virtuosen, einem Pianisten, die liebte ich besonders, weil mein Vater selbst Pianist war. Ich liebte die Geschichte von den Bienen, Schnurdibur. Und ich liebte über diese Verse die Sprache. Meine Mutter machte das ganz schlau. Sie fing nämlich an, immer zu lesen und ich musste dann die Verse beenden. Und da ich sie sehr bald auswendig konnte, gelang uns das auch immer, uns beiden. Und das war ein hübscher Dialog zwischen uns beiden und machte uns sehr viel Freude. Und über diese Art lernte ich Sprache kennen und die Musikalität, die in einer Sprache drinsteckt. Ich habe es schon angedeutet, aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater war Pianist, meine Mutter war Sängerin, Altistin. Meine Schwester hat Klavier gespielt und gesungen. Eigentlich waren alle drei Profis, Musikprofis. Das bin ich nicht geworden, aber ich habe die Sprache lieben gelernt. Und das hat mir meine Mutter beigebracht, indem sie mir den Wohlklang einer Sprache näher brachte durch Reime und den Rhythmus, der in einer Sprache stecken kann, der auch dann ganz offensichtlich wird, wenn zum Beispiel ein Vers zu holpern anfängt und man sich fragt, warum stockt das jetzt auf einmal oder warum holpert das? Und so bekommt man ein intuitives Gefühl für Rhythmus und Wohlklang. Das habe ich mitbekommen durch meine Mutter und ich kann das nur jeder Frau, jedem Mann empfehlen, der seinen Kindern, Enkelkindern so ein Gefühl von Musikalität auch vermitteln will. Das kann er sehr gut tun, wenn er das über die Sprache macht, über Kinderverse zum Beispiel. Und zum Beispiel über die Kinderverse von Josef Guggenmos. Josef Guggenmos wurde geboren am 2. Juli 1922
und starb am 25. September 2003. Er machte Abitur, wurde zum Militärdienst eingezogen 1941, wurde dann Funkabhörer in der Ukraine, kam nach Estland, fiel in englische Kriegsgefangenschaft und begann bereits in dieser Zeit Gedichte zu schreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er viele Jahre ohne Abschluss Germanistik, Kunstgeschichte, Archäologie, Indologie. Er lebte ein Jahr in Finnland, an wechselnden Wohnorten, wurde Lektor und Übersetzer für verschiedene Verlage. Er heiratete, bekam 3 Töchter und lebte schließlich als freier Schriftsteller. Guggenmos gilt als Meister der kleinen Form. Er ist ein bedeutender Kinderlyriker geworden. Seinen Durchbruch bekam er 1967 mit dem Gedichtband »Was denkt die Maus am Donnerstag?« Dieses Gedicht habe ich Ihnen vorgelesen. Und danach wurde er berühmt. Er bekam sehr viele Preise, unter anderem den österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik. Er bekam einen bayerischen Verdienstorden, wurde Ehrengast in der Villa Massimo in Rom und. Er hat geniale Kindergedichte geschrieben und versteht es, die Freude an der Sprache hervorzurufen. Er geht ganz spielerisch mit der Sprache um, wie kleine Kinder zum Beispiel mit Spielzeugen umgehen, die sie zweckentfremden, die sie gegenläufig zu ihrem eigentlichen Sinn verwenden, die sie als kleine Kinder auch in den Mund nehmen, drauf herumkauen, ausspucken und dann schauen, was dabei herauskommt. Und so wie Kinder mit Spielzeugen, so geht Guggenmos mit Sprache um und mit dem Schriftbild einer Sprache. Er hat ein kleines Gedicht geschrieben, das heißt ABC. Das möchte ich Ihnen vorlesen. ABC, der Hase sitzt im Klee. DEFGH, der Hase sitzt noch immer da. IK, wer kommt da? L, so schnell. M und N, das ist einer, den ich kenne. O, der Hase lief davor. PQ, RST, UVW, XY, der Hase lief wie der Blitz davon. O, wenn ich ihn hätt, ruft der Fuchs Z. Josef Guggenmos hat von sich gesagt, dass er ein Gedicht besonders liebt und dass er nicht drumherum kommt, es mehrmals zu lesen, 4-5 Mal, wenn er es in die Hand bekommt. Es stammt aus des Knaben Wunderhorn, einer Sammlung von Volksliedtexten, die Anfang des 19. Jahrhunderts von Clemens Brontano und Achim von Armin veröffentlicht wurden. Und dieses kleine Gedicht, diesen kleinen Text, den lese ich Ihnen vor. Wann ich schon schwarz bin, Schuld ist nicht mein allein. Schuld hat meine Mutter gehabt, weil sie mich nicht gewaschen hat, da ich noch klein, da ich wunderwinzig bin, gesein. Guggenmos schreibt weiter. Einer muss sich das Verslein ja wohl ausgedacht haben, denke ich mir dann. Und als er es tat, auf stillem Gang vielleicht, da hatte er eine diebische Freude daran, ein Stücklein Poesie zu fertigen, das keiner leiern kann, da mag er sich anstellen, wie er will. Was spielt in diesem Gedicht nicht alles an Lautem und an Feinem, an Unbekümmertheit und an leiser Trauer? So oft man sich's vorsagt, klingt es anders und neu. Solch ein Gedicht ist vollendet, ohne jemals fertig zu sein. Es ist ein lebendiges Geschöpf. Die Sprache als etwas Lebendiges, Wundersames. Und das war immer auch sein Thema. Was kommt auch nicht alles dabei heraus, wenn man auf einer altmodischen Schreibmaschine tippt,
die noch keine automatische Textkorrektur kennt, da kommt etwas ganz besonders Hübsches heraus. Das ist das Gedicht von der Schreibmischane. O unberachenbare Schreibmischane, was bist du für ein winderluches Tier? Du tauschst die Bachstuben günst nach Vergnagen und schröbst so scheinen Unsinn aufs Papier. Du tappst die falschen Tisten, Luberbieb. O Siegemar, was kann da ich dafür? Ich weiß noch, als ich im Doktorandenzimmer saß und an meiner Doktorarbeit geschrieben habe, da hatte ich noch so eine altmodische Schreibmaschine. Und mir gegenüber saß ein Freund, der sehr oft einen dicken weißen Wollpullover anhatte und der sehr oft auch meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Und da schrieb ich einmal in meine Schreibmaschine statt des Wortes wohlwollend, wohlwollig. Und ich finde dieses Wort nach wie vor wunderhübsch. Es ist eine Neuschöpfung, aber sie ist so lautmalerisch und sie sagt so viel aus, dass ich dieses Wort, das aus Zufall entstanden ist, eigentlich sehr gern mag. Mit Sprache spielen, das war dann ganz wichtig in meinem gesamten Leben. Und ich halte es für sehr wichtig, diese Liebe zur Sprache und dieses Sprachspiel Kindern beizubringen, so wie meine Mutter es mir beigebracht hat. Und ich kann nur jeder Großmutter und jedem Großmutter empfehlen, lesen Sie doch Ihren Enkelkindern Gedichte vor. Und zwar so oft, bis das Kind diese Gedichte auswendig kann und dann können Sie einen spielerischen Dialog auch mit diesem Kind anfangen. Und wer weiß, vielleicht wird aus diesem Kind mal ein großer Dichter. Wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Und das ist mit diesem kleinen Gedicht halb so schlimm, möchte ich diese Sitzung beenden. Halb so schlimm. Es war mal eine Katheze, die hatte so ein Gefühl. Da sagte Dr. Gripsgari, Sie haben ein E zu viel. Er putzte seine Brille und räusperte sich, Hahem, ich muss Sie operieren, das ist nur halb so schlimm. Der Doktor nahm die Schere und schritt zur Operation. Die Türe war offen geblieben, da lief das E davon. Es rannte über die Straße. Ei, guck, in Haus Nummer 9. Gripsgari mit der Schere kam bald drauf hinterdrein. Er ging hinein und fragte, ist hier vielleicht ein E? Da saß eine Tanete, die nähte Tete-Te. Margrete, die Tanete, die sah ihn strafend an und sprach zu ihm, sie schlimmer, das geht sie gar nichts an. Sie stach ihn mit der Nadel. Der Doktor rief Hahem und ging nach Haus und sagte, ist alles halb so schlimm.